Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play Conan Exiles in meinem kleinen, aber feinen Mini-Dörfchen mit zwei motivierten Sklaven. Der eine hat nur leider keine Unterarme, der andere leider kleine Klamotten. Aber hey, na, macht doch nix. Ich habe kein Problem mit Amputierten und Halbnackten. Insofern seid ihr alle willkommen. Ich glaube, ich muss mal ein paar neue fangen. Also so ein, zwei Mädels wären vielleicht auch nicht schlecht, damit die Jungs sich hier nicht so langweilen. Ja, wir hatten ja hier so dieses kleine Problem mit dem Farming-Mod, dass ich irgendwie noch Erde brauche und vermute, dass ich diese Erde dadurch bekomme, dass ich diesen komischen Bucket baue. Also dieses Ding da hier, diesen Komposteimer. Kompostbucket. Dafür braucht man allerdings 100 verdorbenes Fleisch. Und der beste Mann aller Männer, nämlich meiner, meinte vorhin, als ich ihm das Problem geschildert habe: Hey, pack die Dinger doch einfach mal so in kleine Stapelchen, dann verfault das Zeug schneller. Und ich glaube, genau das mache ich nicht jetzt erstmal. Ich baue mir jetzt erstmal eine Kiste, schmeiß da dann Fleisch in winzigen Portionen rein und hoffe dann mal, dass es das so funktioniert, dass ich ganz schnell an ganz viel verfaultes Fleisch komme. Ja, klingt irgendwie ziemlich pervers, aber ihr wisst, wie es gemeint ist. Ich brauche das Zeug. Es ist nicht mein perverses Hobby, dass ich irgendwie Fleisch irgendwo verfaulen lasse. Insofern, ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Auch nicht um meine Barbarin. Die hackt jetzt erstmal brav Holz. So, wahrscheinlich werde ich gleich wieder von irgendwelchen Krokodilen überfallen. Ja, da kommt schon das Erste. Hallo, du blödes Scheißviech. Wie schön, dich zu sehen. Oh Mann, okay, ist ein älteres. Das hat hier mehr als 4 Hiebe gebraucht, aber macht ja nichts. Ich bin ja eigentlich nur wegen dem Holz hier. So. Huch, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Schön. So, ich könnte eine Kiste herstellen. Super. Und danach muss ich noch mal ein bisschen Zwirn herstellen. Dann baue ich noch eine zweite Kiste. Und dann habe ich eine Massenproduktion von verfaultem Fleisch. Jawohl! Okay. Ich weiß, das klingt echt komisch. Sehr schräg. Aber was soll's. Macht ja nichts. Ich glaube, ich könnte mal wieder hier so ein paar Sklaven fangen. Das wäre auch mal cool. Das habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gemacht. Was haben wir denn hier Schönes? Rumhängende Leute. Schanzt mich jetzt hier schon wieder so ein Krokodil von hinten an oder so? Ich hoffe mal nicht. Oh, was kommt denn da? Oh, das sieht gut aus. Das könnte so eine Art. Nee, das ist eine Kämpferin, aber es macht ja nichts. Das ist ein Mädel. So, bam. In your face. Bam. Yes. Okay, einmal noch mehr draufgehauen. Und ran an die Leine. Sie sieht zumindest gut aus. Das gibt dann hübsche kleine Sklaven oder so. Mal brach nach Hause geschleppt. Ja, ich weiß, das ist jetzt die Ramschware von nebenan, aber hey Leute, das war schnell geholt. So, mal schnell nach Hause. Ist auch irgendwie so ein bisschen pervers, dass man mit der Leine in der Hand mal kurz durch den Fluss schwimmt. Und es eigentlich scheißegal ist, wie es dem Sklaven geht, den man da so an der Leine hinter sich herzieht. Aber hey, was soll's. So, klack. Du darfst und hier ist Futter für dich. Viel Spaß. Habe ich denn jetzt meine Kiste fertig? Ja, ich habe hier die Kiste fertig. Und okay. Gut, die packe ich dann am besten hier irgendwo in die Ecke. Wo könnte ich den hinstellen? Ach, am besten auch wieder ins Haus. Wobei das ganze komische Fleisch trocknen Gedöns, das mache ich hier an der Hauswand. So. Nee, das ist die falsche Kiste. Das muss ja hier raus. Das muss man jetzt alles mal aufteilen. Möglichst kleine Häufchen.
Passt ja alles hier rein. Sehr gut. Dass man sich jetzt schon Tricks überlegen muss, wie man möglichst schnell verfaulendes Fleisch kriegt, ist auch irgendwie pervers, aber egal. So. Jetzt habe ich eine ganze Kiste voll mit Fleischpäckchen. Es läuft. Dann mal eben die neuen Bienen wegbringen. Oh, cool, da ist ja schon Beeswax und Honey. Das produziert sich dann einfach mal so brav nebenher. Cool. Finde ich geil. Gefällt mir. Nebenher esse ich auch mal so ein paar Insekten weg. Und hier ist auch noch ein bisschen kaputtes Fleisch. Das kann man gleich hier rüber tun. Passt. Ich bin zuversichtlich. Das klappt mit den hässlichen, kaputten Dingen. So, noch ein bisschen Aloe wegtun. Ja, was das angeht, habe ich wirklich so einen Sammelzwang. Ich hole mir immer Aloe. Egal, wo ich sie finde. Aber man kann sie halt auch wirklich gut für diese Regenerationspotions brauchen. Deswegen sammle ich die mal brav so vor mich hin. So, jetzt bin ich auch wieder bereit für eine neue lustige Unternehmung irgendwo in Richtung der Wüste. Mal schauen, ob sich bei den Krokodilen irgendwas getan hat. Verdorbenes Fleisch. Okay, super. Okay, irgendwie muss ich das wohl anders machen. Werden wir sehen, wie ich das hinkriege. Also, dann geht es jetzt gleich erstmal wieder in Richtung Eisen kloppen und ein bisschen die Siedlung ausbauen. Denn ich möchte ja gerne einen etwas praktischeren Eisen, Posten haben, damit ich nicht mehr ganz so weit laufen muss. Und dann machen wir uns jetzt gleich auf den Weg dorthin. Frisch auf den Weg. Mal eben den Berg hochlaufen. Und das Krokodil klatschen. Hallo Krokodil, schön dich zu sehen. Ja, ich weiß, du bist nervig. Ich mag dich nicht. Ah, du bist auch ganz schön schnell tot. Da kommen jetzt ganz bestimmt gleich die nächsten Hyänen vorbei. Hallo Hyäne. Ich mag dich nicht. Guck mal, ich hab da ein Speer für dich. Auch gut, Thema erledigt. Naja, der Weg ist jetzt nicht so besonders spannend. Es ist halt immer derselbe. Mit denselben nervigen Viechern. Vor allem Hyänen. Die dann natürlich gerne sterben möchten. Ja, ich weiß. Du willst auch sterben. Unbedingt. Ach, verkrüppelt. Lästige Viecher. Ich bin immer noch der Ansicht, dass derjenige, der die Viecher erfunden hat, einfach nur getreten gehört. Das war bestimmt derselbe Designer wie bei den Murlocs. Okay. Ich hatte gehofft, dass ich hier irgendwie Kaktus-Dinge mitnehmen kann, aber es geht nicht. Schade. Ach Gott. Ja, kann man nicht alles haben, leider. Vielleicht muss ich noch ein paar mehr Kakteen abernten. Weil ich meine, das mit den Pflanzenfasern war ja vorhin auch eher so ein bisschen ein Glücksspiel. Aus welchem Busch jetzt was raustroppt an Samen und sonstigem Kram. Wo sind sie? Wo seid ihr? Ach, da. Es bringt dir doch nichts. Du stirbst doch sowieso, du blödes Viech. Und mein schönes Röckchen ist auch noch blutverschmiert deswegen. So eine Sauerei. Finde ich echt widerlich. Kann man vielleicht damit inzwischen irgendwas machen? Nee, da kann ich auf E drücken, bis ich schwarz werde. Da passiert nichts. Okay, gut, muss man durch.
Aber ich muss auch sagen, dass ich diese Position hier für ein Haus einfach toll finde. Wird schon wieder. Oh Mann. Diese Viecher sind doch lästig. Mit einem tollen Ausblick und so. Und immerhin könnte ich jetzt hier ein Lagerfeuer anzünden, wenn ich das wollen würde. Aber ich lagere jetzt erstmal diesen ganzen Kram hier zwischen, damit der mir hier nicht alles vollmüllt. So. Jetzt ist halt die Frage, wie mache ich hier weiter? Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Fundament. Ich glaube, ich mache mir hier einfach so einen kleinen Balkon vorne dran irgendwie. Das wäre doch schön, so hier draußen sitzen mit Blick über die Wüste. Ja, das kommt doch gut. Ich glaube, das hier, diese Ecke hier mache ich als Balkon. Doch, das gefällt mir jetzt schon. So, mal ein bisschen Holz. Holz, sag ich schon, hacken. Nein, wir nehmen jetzt ein bisschen Stein mit. Okay. Das klappt jetzt irgendwie nicht so. Nur bedingt jedenfalls. Okay. Ab einem bestimmten Punkt kommt kein Stein mehr raus. Auch gut. Kann man mit leben, wenn man das weiß. Und hier liegt eine Menge Kram an Stöcken rum. Meine Kehle. Oh. Ist okay. Ist okay, Mädchen. Ist okay. Okay, man kriegt inzwischen andere Warnungen, dass man Hunger hat und Durst. Finde ich auch nicht schlecht. Das hieß auch, dass wenn man in der Wüste jetzt arbeitet, also gerade in einer Gegend, wo es kein Wasser gibt oder so, dass man schneller durstig wird. Das würde ich jetzt mal beobachten, ob das tatsächlich stimmt. So, ein bisschen mehr Fundament darf schon sein. Oh, hier brauche ich natürlich Holz. Okay. Okay, ich muss noch Holz holen. Ja, so ein Mist auch. Habe ich das Holz vergessen? Ja, und Äste reichen da leider nicht. Das heißt, ich werde ein bisschen Holz holen müssen. Naja, gut, das ist ja nicht wild. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Nur, hatte ich hier nicht ein paar Fackeln? Doch, hier oben. Okay. Irgendwie hatte ich das noch so ein bisschen anders in Erinnerung. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen her, dass ich hier das letzte Mal gezockt habe. Aber macht ja nichts. Ist immer noch eine schöne Gegend. Bin gleich etwas karg. Und die Bäume sind glücklicherweise nicht zu weit weg, so dass man hier mal kurz Zeug holen kann. Wumms. Okay, gleich mal zwei Bäume auf einmal gehauen. Das Mädel ist echt hart drauf. Richtig krass. Wo die hinlangt, da wächst kein Baum mehr. You're cutting too much, okay. So. Noch mehr Äste weg. Oh Mann. Ach, ist das lästig. So, jetzt geht's nach Hause. Wunderbar. Das ist so ein bisschen das Nervige an Survival Games. Wenn man gerade irgendwas aufbaut, dann muss man ganz schön viel sammeln und ganz schön viel laufen. Also wenn ich mir überlege, wie karg die Anfangseinstellungen von diesem Spiel gesetzt sind, da hat man wirklich ganz schön lange Rennzeit. Oh, ich brauche Ausdauer, um hier hochzuspringen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ja, wie jetzt? Ging doch bisher auch immer. Was soll denn der Scheiß? So. Kann ich ein bisschen Holz zwischenlagern? Ich glaube, so viel brauche ich im Leben nicht. Und noch ein bisschen Steine noch dazu. Ja.
Ein klein wenig Fundamente könnte ich jetzt machen. Ja, ich glaube, ich baue noch mal ein bisschen Fundament. Das kann man hier immer brauchen. Und dann geht's mal so an die Wände. Also zumindestens ein Örtchen, bei dem ich dann eine umschlossene Umgebung hinkriege, wäre natürlich was Feines. Falls so ein hübscher, naja, nicht so hübscher Sandsturm vorbeikommt und Hallo sagt. In der Wüste ist das nämlich dann nicht ganz so schön. So. Na, das passt doch hier prima. Und hier habe ich gleich direkt nochmal Stein zum Abbauen. Der wird dann als Spawn ohnehin weg sein, sobald ich dann anfange. Immune to this tier of weapon. Ja, ich will doch jetzt nicht auf meinem Fundament rumkloppen, so ein Blödsinn. Ah ja, hier sieht man es, wo meine Hacke auf dem Ding so ein bisschen rumgehauen hat. So, dann brauche ich jetzt erstmal Wände. Dann kann ich zumindest schon mal drei herstellen. Das ist ja schon mal gut. Und den Rest hole ich mir dann einfach aus der Kiste. Ach ja. Ja, das Bauen macht mir hier bei dem Game auch immer sehr viel Spaß. Also, ich glaube, ohne den Baufaktor hätte ich an Conan Exiles längst nicht so viel Fun. Aber man findet ja eigentlich bei jedem Game wieder irgendwas, was einem gefällt. Bei mir ist es halt meistens das Bauen oder irgendwas anderes, wo ich kreativ sein kann. So, hier haben wir eine Tür. Und die setze ich, glaube ich, hier hin. So, mal gucken. Moment. Dass ich hier auch keinen Mist baue. Haha, Mistbau. Gott, war der schlecht. Ja, Leute, meine Witze sind nicht besser geworden durchs Kranksein. Sie werden immer grausig sein. Da müsst ihr mit leben. So, was haben wir hier Schönes? Nein, das wollten wir eigentlich nicht. Das Fenster geht nach außen. Und hier dann am besten auch nochmal. Dann habe ich hier nämlich einen großen Platz zum rausgucken und hier halt noch ein bisschen mehr Brüstung. So. Das kommt so hin. Ja, schon schöner. Huch, jetzt wird's richtig dunkel, weil natürlich das Licht auch passend zu den Mauern fällt. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich hätte mir mal irgendwie ein, zwei Standfackeln mehr mitnehmen sollen. Ist ja jetzt nicht so wild, das kriegen wir auch hin. Was mache ich denn? Eine Tür brauche ich nochmal. Und mindestens noch so ein, zwei, drei Fensterchen oder so. Und dann passt das hier schon recht gut. Und überall hört man diese lästigen Hyänen. Niemand mag Hyänen. Ja, also zumindest ich nicht. Vermutlich wird es eine Menge Leute geben, die die Viecher trotzdem mögen, aber ich gehöre nicht dazu. Ich werde auch nie dazugehören. Jetzt kann man hier wenigstens auch wieder was sehen. Das heißt, ich kann hier Fensterchen hinbauen. Und hier auch. So, das sind jetzt 4 auf 4. Das sollte eigentlich reichen. Mal gucken, wie viel Stein ich noch habe. Das reicht dann nochmal für zweimal Fundament, damit ich hier ein bisschen weitermachen kann. Und dann fürchte ich, werde ich nochmal Steine hacken gehen müssen, weil das sieht hier ein bisschen ziemlich leer aus. Und ja, so einen richtigen Architekturpreis wird dieses Haus nicht gewinnen, aber das habe ich damit ja auch nicht vor. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, ich werde die Tür dann hier auch noch hinpacken. So. Ja,
Das sieht doch ganz brauchbar aus. Dann kann hier noch mal eine Ecke hin. Und ja, dann ist hier auch genug Platz für was auch immer ich damit machen möchte. Also, die nächste Runde Steine klopfen, aber erstmal was trinken. Sonst beschwert sie sich wieder. Oh, meine Kehle ist so trocken. Ganz schrecklich. Fronarbeit. Was ist denn das hier? Oh ne, das ist auch nur Stein. Ich hatte kurz irgendwie so die Hoffnung, dass hier irgendwie Kohle oder sowas spawnt, aber hey, das wäre wahrscheinlich zu viel Glück auf einmal. Das hat man dann doch nicht. So. Mist. Da brauche ich noch ein bisschen Wand und noch mehr Stein. Den ganzen Kram hier loszuwerden. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das reicht, aber müsste eigentlich. Oder? Geht hier noch eine Wand? Na, ich brauche noch eine mehr, glaube ich. Oder? Ne, zwei sogar mehr. Mist. Hey, das wird voll hier. Okay. Nein. Nicht diese. Sondern die hier. Und das noch. Und diese Wand. Und noch ein Fensterchen. Ach, perfekt, dann passt das hier. Okay, dann kann ich hier noch eine Treppe bauen oder sowas, wenn ich das möchte. Und man hat generell eine tolle Aussicht über die Wüste. Genau so sollte das sein. Mein kleines Traumhaus hier. So. Und mit diesem Step meines Aussichtshäuschens in der Nähe der Eisenspawns verabschiede ich mich für heute von euch. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich gucke, ob mein schönes Fleisch auch komplett verrottet ist und ich endlich mal ordentlich Kompost machen kann. Und dann hoffentlich auch die Pflanzenproduktion so richtig angeworfen wird. Bis dann, macht's gut und tschö.